Da wo. Oh, guck mal, wir können da wieder jemanden Genau, wiederbeleben. was? Oh. Ein Basilisk stirbt. Oh oh. Oh oh. Spikeyos Bomb ist gebaut. Oh 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 oh. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin gerade ein wenig betäubt. So, jetzt. Ja, und mich geht ja gerade was von hinten an. Ich weiß, das klingt falsch. Ja. Ich stehe wieder. Sehr schön. Oh Gott, ich lieg wieder. Was hast du denn hier gepult, ey? Weiß nicht, was ist das? Du hast hier einen ganzen Haufen an Basilisken. Ja, die habe ich alle zeitgleich gepult. Das habe ich gut gemacht, das weiß ich. Ja, ich bin stolz auf dich. Ich weiß. So. Ah, herrlich. Ja, da kamen auf einmal auch viele, ey. Ach, die alarmieren sich gegenseitig, ja, deswegen. Ah, verstehe. Wieder gesteinert hier. Mit so einem Basilisk, der versteinert dich ja schließlich. Ja. Hoppala, ich hab wieder einen gepult. Ich hab. Wow. Da noch was. Na, verdammt, klappt nicht. So, hier irgendwo liegt was im Dreck, was wir aufsammeln können? Schließlich wollen wir ja alle diesen Wiederbelebungs Quest abschließen. Natürlich. Erfolg haben. Yay. Ich habe mich erstmal in den Popo gehockt. So. Oh. Yeeha. EMP aufsammeln. Und Feuer. Können wir erstmal. Wow, was ist das denn? Mega Turtles. Ach ja, sollten die nicht auch dieses Jahr der neue Film oder Neuauflage von den Ninja Turtles rauskommen? Das weiß ich gar nicht. Ich von Ninja Turtles nie verfolgt. Soll wohl dieses Jahr rauskommen? Jetzt weiß ich aber nicht mehr, von welchem Regisseur der ist. Soll aber ein ganz bekannter sein, der gar nicht so schlechte Filme gemacht hat. Was ich nur im Vorfeld davon gehört habe, von diesem Film, hat mir nicht gefallen. Dass die Turtles diesmal nicht so entstanden sind, wie sie bisher aus dem Roman her sind. Sondern, dass es eine außerirdische Spezies sein soll. Mit eigenem Heimatplaneten und so. Okay. Klingt ja... Ja, ne? So, das finde ich halt hier ein bisschen komisch. So, ja. Aber es ist heute ganz schön laggy, ne? Ja. Übel. Okay, ist nicht so schlimm wie der Lag am Anfang, der eine dicke große, wo man immer fast ein paar Meter zurückgeworfen wurde. Nee, aber... Du hast übrigens hier was dagelassen, ne? So ein Pionier. Nee, der kam angelaufen. Ah, so. Hier ist irgendwas zum Beschützen. Ja, schnell, das beschützen wir nochmal. Das gibt Punkte. Ich hole mir noch mal eine EMP. Die gibt es bestimmt noch irgendwo was, was man. Ja, ich fällen sie alle nach und nach um. Nee, doch nicht. Okay, wir begleiten einfach mal mit. Außerdem gibt es halt noch Fähigkeiten. Außerdem gibt es halt noch Fähigkeitenpunkte und einen Aussichtspunkt. Ja, genau. Ja, so. Autsch. Ja. Ja. Fühlt ihr die Energie an diesem Ort? Sie umgibt uns. Ich denke mal, wenn die Inquestur die Energie rausbekommt, bekommen wir sie wieder rein. Immer noch skeptisch. Die Inquestur hat Technologie verwendet. Was benutzen wir? Ausschwärmen! Spezialisiert sich auf die alte Kunst. Los, bereiten wir das Ritual vor. Ritual? Aha, verstehe. Balthasar, stärkt und schützt eure tapferen Recken. Ah, ja. Ich glaube, ich habe das dumme Gefühl, wir müssen die verteidigen. Deswegen haben sie auch die Schilde über den Kopf gehaus. Ja. Ich dachte, das wäre einfach nur so, oh, die kommen von ganz weit her und wir haben es fast geschafft, aber nein. Duena, erleiht den Rechtschaffenden neue Lebenskraft. Warum fällt denn mein Teddy fast um? Da kommt Besuch! Ihr habt etwas, das uns Yay! Gehört.
gibt es heraus. Ich kümmere mich um die Gruppe links. Ich, wow, lieg im Dreck. Was? Wo bist du? Noch am Ufer. Oh, da. Warte. Danke. Ich. Alter Schwede. Instant wieder in die Pampe geworfen. Alter. Ich hasse diese Drecksingenieure. Das geht ja gar nicht. So, Moment, ich bleib lieber hier in der Mitte. Guck mal, wo was kommt. Da kommt ein Einzelner, okay. Von links kommt wieder was. Möge kaum mir euch erleuchten. Balthasar, stärkt und schützt eure tapferen Recken. Da kommt noch mehr. Zack. Da kommt noch einer. Hundi, mach mal mehr Aua. Also Teddy in dem Falle. Und da seid ihr. Na, da kommt jetzt ein Drecksmechaniker, Techniker, bla. Noch ein oller Assi. Ja, Teddy hat in der Zwischenzeit noch ein paar andere Mobs gepult. Teddy, wie steht's eigentlich da hinten bei dir? Schaffst du schon, ne? Ja. Das schafft der Teddy schon. Da hinten. Naja. Oh, hinter den. Ja. Ach, Chaos, ja. Wir haben bloß keine EMPs mehr, ne? Stellt ja. Das Gleichgewicht des heiligen Hains wieder her. Achtung, Gruppe. Ach, da oben, okay. Aber wir haben fast geschafft, guck mal. Ja. Bei Energie zurückgegeben, ist fast voll. So viel ist da nicht mehr. Ich nehme hier nochmal die andere Seite hier vor. So, Basilisken sind uninteressant. Geschafft! Sehr schön. Ich hatte quälende Angst, dass wir am Ende einfach nur dumm dastehen. So, dann ab zu deinem Punkt da, ne? Upla, Bäuerchen gemacht. So, Pünktchen. Jo, mach Teddy! Na gut. Wow. Ich würde sagen, Aussichtspunkt und Fähigkeitenpunkt holen wir uns doch, ne? Ja, genau. Würde ich auch sagen. Ich glaube, der Fähigkeitenpunkt war der etwas. Ich weiß nicht, ich kann mich gerade nicht ganz dran erinnern. Ich glaube, das war ein Veteran, den wir da niedermachen mussten. Ich muss erstmal hier um die normalen Basilisken. Noch alle da? Ja, Luna ist da, Chaos ist da, passt. Jo. So. Ah, ich sehe den schon. Hier oben ist der. Guck mal. Der Baum? Nee, hier, ja, hier oben über die Pilze musste drüber da. Die da oben sind. Da muss man irgendwo hier hochkommen. Gehen wir doch einfach hier durch die Wurzeln durch. Hier rüber. Ja, hui, jupp. Und hopp. Gucken. Und ich fall wieder runter. Naja, reicht ja, wenn man es einmal schafft, ne? Außerdem hast du ihn ja schon gesehen. Ja, deswegen reicht ja, wenn man es einmal schafft. Ja. Ha? Du hast den Fähigkeitenpunkt. Der ist wohl dieses olle Veteranenviech da unten mit gemeint. Hat nur mal was getrunken hier. Okay. Denke ich mir mal. Bin sofort da. Seid ihr denn da unten? Ich beschwöre. Wie ich schwöre. Das war's schon.
Der war ja easy. Ja. Hat den wohl eben gerade einer gekillt, den. Ja, das war der Baum, der hier stand. So, naja. Ich bin ganz runtergefallen. Muss halt eine machen da oben. So. Ich bin doch ganz woanders als ihr. Nee, doch nicht. Ich bin Stein. Ich bin tot. Ich bin toter Stein. Ja, wahrscheinlich gleich nicht mehr. Erfrischend. Ich fühle mich belebt. Mann, Mann, Mann. So, dann habe ich gerade noch einen Fähigkeitenpunkt, den ich noch verteilen kann. Wo packe ich den jetzt noch rein? Slot. Ich will einfach die Slot-Fähigkeiten rein. Die kosten uns jetzt nämlich 7. Nee, 6. Aber was nehmen wir denn da? Was gibt's denn da? Frostfalle? Nee, ich habe jetzt eine Feuerfalle, ne? Was ist das? Beschleunigung, Sturmgeist, Halt. Nehmen wir das da. Darauf wäre ich nie gekommen. Und Fertigkeitenpunkte. Eigenschaft. Das ist Zähigkeit. Vitalität könnte man eigentlich hochpowern oder Tierbeherrschung? Gute Frage. Vielleicht Tierbeherrschung? Jo. Mach ich Tierbeherrschung. So. Also hier unten habe ich jetzt übrigens alles gemacht, was es gibt. Ich hole jetzt erstmal wieder ein paar Sachen. Dafür kann ich nichts. Also hier unten bin ich durch. Ja. Ich würde sagen, wir porten uns zurück zur Düsterhöhe und gehen dann nach oben zu dem Herz weiter. Ja, können wir gerne machen. Das hilft mir auch nicht weiter, oder? Und wir können mal gucken, was das Inventar sagt. Nicht meine Klasse, Wiederverwertung. Mal reingucken, was ist das? Das ist besser als meins. Und das? Oh, die ziehe ich an. Das ist Schuhe 22. Dann nehmen wir halt die. Ah, das können wir ja nicht wiederverwerten. Na komm, verkaufen wir mal erstmal wieder einen schönen Lapdance hier hinlegen. Ja, ich will schnell noch Zeug verbraten. Axt. Schild. Stiefel. Stab. Wirklich sicher? Diese Lande waren einst Melandro heilig. Manche glauben, sie wacht noch immer darüber. Toll. Historiker, die in der Vergangenheit leben. Was bist du denn? Was? Zahnräder, Trophäe, Seelen gebunden. Trophäenscheiß kann man auch wegschmeißen, ne? Ja, eigentlich schon. So. Jetzt können wir. Wir gönnen. Zu dem Herbst da oben. Wohin? Hä? Achso. War nur schnell was am Tipp. Ah. Ich habe nur gedacht, wir holen noch schnell Holz, was da drüben steht. Dann ist ja da auch schon gleich das Herz. Ja. Hallo, Sumpflindwurm. Oh, ich stehe hier irgendwas bla ekelhaftes dritte. Ist da noch was? Oh, ja. Da war noch ein Sumpflindwurm-Lind-Dings-Junges. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Oh. Oh. Das ist tot. Bei meinem Glück war das ein
Achso, das ist also kein junger Sumpflindwurm gewesen, sondern ein Sumpflindwurm Junges. Gut. Ja, nee, weil wenn Jung zuerst steht und der Name Grün ist, dann kann ich die zähmen. Ja. Aber dann kann man die ja auch nicht umbringen. Stimmt auch wieder. Leben ist Entdeckung. Juhu, ich hab was entdeckt. Du hast was entdeckt. Ah. Was denn? Ein Veteran. Ja, Chaos. Wo bin ich? Extra für dich, hau mal den Veteran wieder um. Den schubst du aber auch nicht aus dem AOE-Bereich raus. Bitte sehr, der Veteran Gön. Ist tot. Fällt mir. Veterane kloppen ist doch gut. Ja, aber... ist jetzt nicht so schlimm, wie man sich das vorgestellt hat. Wir müssen aber erst noch zum Herz da hoch. Okay. Das ist hier irgendwo drinne. Der war ja nur gerade hier. Hier ist ein Offizier. Da unten. Glex. Verwende Konfiguratoren, um beim Abstimmen der Asura-Portale zu helfen. Beschütze die Forscher. Wie kann ich helfen? Unten. Also wir müssen mit ihr reden. Gut. Wenn ich es richtig kapiert habe. Oh, Kristallknoten. Aber abstimmen, Kristall. Sehr schön. Ja, hier unten ist das. Ich komme ja schon. Aber erstmal das Herz, Port, das Portpunkt holen. Da muss ich es reinstecken. Da musst du dran und dann Frage beantworten, glaube ich. Okay. Kristalle, man hat 29 blaue Kristalle, 12 grüne Kristalle. Verhältnis blaue Kristalle zu grüne Kristalle ist? Gnarf. Ich habe nicht zugehört, ich habe das schon gemacht. Das, ja, dann sag es mir. Nee, ich habe die Antworten doch nicht parat. Blauer Kristall sind 29 und grün sind... What? Ja, das war doch das, was ich letztens gesagt habe, wo ich davor stand und von wegen, ne? Ey, ich will spielen und nicht Mathe machen. Na was denn? 29 Kristalle im Verhältnis zu den 22 zu 12. Ja. Ist doch kein Verhältnis von 29 zu 12. So. Doch. Ist es das? Natürlich, du hast ja 29 blaue und 12 grüne Kristalle im Verhältnis, hast du 29 zu 12. Okay. Ich bin eindeutig zu blöd und über Zeit für solche Fragen. Das sind wilde Schweine, die hauen wir erstmal um. Ja, weil wenn du es falsch machst, dann kommen die raus. Also was war doch falsch? War Chaos? Nee, es kann auch vom anderen Portal gewesen sein, weil es kam nicht aus seinem Portal. Dann mach ich hier das nächste Konfigurator. Keine Ahnung. Lagerkapazität für Kristalle sind 4250 Einheiten. Durchschnittliche Kristallgröße sind 170 Einheiten. Maximale Kristallkapazität für Lager berechnen. Hilf! Das wären also 4250 durch 170, richtig? Keine Ahnung. Ich sag mal ja. Excelsior. Im Kopf kann ich mir das gerade nicht so... 250 durch 170... 25. Danke, bitteschön. Ich warte einfach hier beim Portal und falls irgendwas rauskommt, hau ich's kaputt. Der nächste. Kristall... was ist... Kristallgitterdichte um 125 Einheiten erhöht. Ursprüngliche Dichte 818 Einheiten. Erhöhte Dichte der Kristalle sind 818 plus 125. Da das nur eine Zahl mit 900 gibt, muss es 900 sein. Fehlgeschlagen. Yay, das war falsch. Viel Spaß, Chaos. Ja, ich habe schon von, ich glaube von Luna welche bekommen. Bin noch nicht fertig. Mensch, schickt mir doch nicht so viele hier. Ich habe alles gemacht. Probe 815. Kristallgitterbereich 1512 Einheiten. Kristallgitterbegrenzung 194 Einheiten. Kristallabmessung die. What? Hey, war sogar richtig.
Nein. Doch, bei mir stand bestätigt, richtig. Okay. Da stand nichts von fehlgeschlagen. Weil ich habe gerade hier aufständische Gorilla bekommen. Dann war das Luna. Ach so. Ja, okay. Macht ja nichts. So, ich habe jetzt hier... Wie viel gibt's denn? Eins, weiß ich nicht, du kannst sie auch alle nochmal machen. Drei. Wenn du Glück hast, kriegst du dieselben Fragen und kannst sie immer wieder beantworten. Geh einfach nochmal an irgendein anderes, was du auch schon hast. Achso. Sollte gehen. Also das mit 900 war schon mal falsch. Nochmal, Kristallgitterdichte um 125 Einheiten erhöht. Ursprünglich waren es 818. Das sind so 818 plus 125, oder nicht? Ja. Ja, ist aber falsch. Das wäre die einzige Zahl mit 900. Also gehe ich meine Einheit tiefer. Ja, ist auch falsch. Chaos, was zu tun? Ja, ich sehe es gerade. Das kann ich. Das war das da. Schon wieder was. Jetzt kommt durch beide Portale. Die das kam. Das war Luna. Entschuldigung, Luna. Bei mir stand, ich hat's richtig gehabt. So. Kristallproduktion erhöht sich. 6, 18, 30, 42. Berechnet die geschätzte Produktion für nächsten Zyklus im aktuellen Muster. Oh Gott. Okay, von 6 auf 18 zu kommen sind 12. Von 18 auf 30 zu kommen sind... Ja. Auch 12. 12, also plus 12 jedes Mal. Macht dann 54. Danke. Hast du das Herzchen? Noch nicht. Okay. Ich hab grad mal halt. Ich warte noch. Und wir sind schon drüber, über die Zeit. Egal, das ziehen wir jetzt noch durch. Ja, die Rechenaufgaben und die Aufgaben, die zählen wir jetzt nicht dazu. So, Verhältnis von blauen zu grünen Kristallen analysieren. Verhältnis Gitter 1 gleich 1 zu 3. Verhältnis Gitter 2 gleich 6 zu 15. Verhältnis Gitter 3 gleich 5 zu 12. Gitter mit niedrigstem Verhältnis identifizieren. 1 durch 3 sind 0,3. 6 durch 15 sind keine Ahnung. Und 5 durch 12, sagen wir einfach 6 zu 15. Ist Gitter 2. Fehlgeschlagen. Kriegst Besuch. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie nicht. Doch. Das ist jetzt nur die Frage. Hä? Was? Das war auch wieder falsch. Gnarf. Kommst du denn noch klar, Chaos? Ja, so, oh, da kommt sogar was. What? Kristallstruktur ah? Alpha ist 3 Einheiten lang, 7 Einheiten breit. Kristallstruktur Gamma ist 6 Einheiten lang und 4 Einheiten breit. Berechne von Gamma im Verhältnis zu Alpha identifizieren. Der Bereich von Gamma im Verhältnis zu Alpha. Gamma gleich Alpha geht nicht. Ist doch theoretisch Gamma größer. Weiß nicht. War es richtig? Nö. Ich sag einfach, weiß nicht. Da gab es als Antwortmöglichkeit, war dann zu faul zum Nachdenken. Ach, da kommt schon wieder was. Mit der Begrenzung. Kristallabmessung identifizieren. Was? Oh. Ich war sogar richtig. Und wie sieht's aus? Weiß nicht, wie weit ist Luna? Frag mal. Also die gammelt hier auch rum. Hat Luna das etwa schon? 54.
Fertig. Yay, dann darf ich ja über dich lachen, ja? Wieso? Weil es lustig war. Na gut. Aber wir haben es geschafft. Endlich. Jetzt dürfen wir auch alle auslachen, weil ich nicht Kopf rechnen kann. Wer kann das schon? So, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ein bisschen Überzug von 5 Minuten. Ja. Und damit, meine lieben Zuschauer, sage ich schon mal Tschüss zu euch. Wir sehen uns dann am Montag wieder, weil Sonntag ist ja wieder sendefrei diesmal. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Mal gucken, mit wem und mit wem auch nicht. Wir werden es sehen. Also bis dann. Tschüss.